Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute befinde ich mich in Frankfurt am Frankfurter Berg. Hinter mir das schöne alte Bahnhofsgebäude. Ja, bei der Deutschen Bahn läuft immer alles nach Plan. Im Dezember 2019 sollten die Bahnunterführungen geschlossen werden. Klingt erstmal gut, barrierefrei. Ja, haben wir hier. Also, deswegen wurde diese sinnvolle Brücke gebaut, ja, um auf den Mittelbahnsteig zu kommen und auch ganz rüber, damit man einfach die Fußgängerunterführung schließen kann. So, wie gesagt, Dezember 2019. Jetzt haben wir April 2020, also 4 Monate später. Deswegen bei der Bahn läuft alles nach Plan. Und das sehen wir nämlich jetzt hier. Diese Unterführung sollte gesperrt werden. Ja. So, sieht auch sehr gesperrt aus. Jetzt wollen wir doch mal gucken, ob die auch wirklich gesperrt ist. Also wir gehen mal die Treppe runter. Ja, sinnvoll. Sehr gesperrt. Kein einziger Zaun. Schauen wir nochmal. Ja. So, laufen wir mal durch. Unter den Bahngleisen durch. Obwohl es eigentlich noch eine zusätzliche Brücke gibt, die über die Gleise führt. Ich möchte nicht wissen, wie viel 1000 Euro das Ding gekostet hat. Aber man kommt ja auch noch unten drunter durch. Also es ist sinnvoll, sinnvoll. Jetzt machen wir mal einen kleinen Rundkurs bei der Deutschen Bahn. Hier läuft ja immer alles völlig nach Plan. So, also. So, da. So, da drüben war ich eben. Ja, und jetzt bin ich hier unter diesen zwei Gleisen durchgelaufen. Übrigens, da ist wieder diese sinnvolle Brücke, die da einfach mal hingebaut wurde. Obwohl man auch noch die Fußgängerunterführung nutzen kann. So, schauen wir nochmal auf die Brücke. Hier haben wir die Brücke. Da ist das Bahnhofsgebäude. Da drüben habe ich gerade gestanden. Sinnvoll. So, jetzt wollen wir aber auch die zweite die Überführung auch nochmal nutzen. Weil ich meine, wenn die Deutsche Bahn schon viel Geld investiert, dann sollten wir auch die zweite Möglichkeit nutzen, um über die Gleise zu kommen. Jetzt gehen wir halt die Treppe hoch, nicht runter. So, jetzt gehen wir über die Gleise. Einmal unten drunter durch und einmal oben drüber. Die Deutsche Bahn will damit wahrscheinlich ihre Verspätungen runter reduzieren, weil die Fahrgäste einfach beschäftigt sind. Sie können einfach unter den Gleisen durch und einmal über die Gleise drüber und schon ist ja vielleicht eine Viertelstunde rum und man bekommt die nächste Bahn. So, jetzt gehen wir wieder die Treppe runter. Ja, wunderbar. Sinnvoll investiertes Geld bei der Deutschen Bahn. Also das nenne ich ja mal Glanzleistung. So Treppen strengen aber auch an. Aber ich finde es schön. Man hat Beschäftigung, während man auf die verspätete Bahn wartet. Wunderbar. So, jetzt bin ich wieder da, wo ich angefangen habe. Ja, nämlich auf dem Bahnsteig, wo das Bahnhofsgebäude ist. Und da haben wir nochmal die sinnvolle Brücke, die über die Gleise führt, obwohl es zusätzlich eine Fußgängerunterführung gibt. Also in diesem Sinne, liebe Deutsche Bahn, liebe Zuschauer, liebe Freunde, wir haben wieder was gelernt. Ich wünsche euch was. Wenn ihr am Frankfurter Berg auf die S-Bahn wartet, ihr habt eine Beschäftigung. Einfach mal durch die Unterführung, rüber auf die andere Seite, über die Brücke wieder zurück und schon habt ihr eine Viertelstunde rum. Ich bin jetzt außer Atem. In diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Ich wünsche euch was. Bis zu einem meiner nächsten Videos. Macht's gut. Ciao. Euer Sven.